35-150mm Allrounder-Objektiv von Samyang mit Autofokus in der Elmon-Variante. Ich frage mich, ob es auch alle gängigen Festbrennweiten ersetzt, die da drin stecken. In diesem Video schauen wir uns das mal genauer an. Das ist das neue Samyang 35-150mm Objektiv, neu für den L-Mount. Ein echtes Allrounder-Objektiv, 35-150mm, das ist eine riesige Brennweiten-Range. Und das bei einer Mega-Lichtstärke von 2.0 bis 2.8, geeignet für Vollformat. Es wiegt 1,2 Kilo und ist ca. 15 bis 20 cm lang. Drumherum, der Korpus besteht aus Plastik und Metall. Es macht keineswegs einen negativen Eindruck, das Plastik fühlt sich auch hier sehr hochwertig an und man hat das Gefühl, wirklich Qualität in den Händen zu halten. Ich persönlich mag den kleinen roten Ring oben. Ihr habt zwei Focus Hold Points für besonders viel Komfort beim Fotografieren und Filmen. Ansonsten habt ihr drei verschiedene Modi, Autofokus oder manuellen Fokus. Der Fokus vorne ist butterweich und hinten der Zoom entsprechend der Größe soft und einwandfrei. Wie angesprochen gibt es für den Transport natürlich einen Lock-Unlock-Knopf, damit es klein bleibt und nicht ständig ausfällt. Samyang hat mir das Objektiv zur Verfügung gestellt und um meine ehrliche Meinung gebeten. Die bekommst du auch in diesem Video, denn Samyang hat das Video nicht gesehen, bevor ich es gerade bei YouTube hochgeladen habe. Entsprechend kannst du dir sicher sein, dass das meine ehrliche Meinung ist. Ich muss das Video aber dennoch als Werbung kennzeichnen. Natürlich wiegt das Objektiv einiges, aber dafür bekommt man auch viele, viele Brennweiten in einem Glas. Sechs gängige, um genau zu sein. 35, 50, 70, 85, 100 und 135. Und das alles bei einer durchgängigen Blende von 2.0 bzw. 2.8. Das bedeutet, man braucht eine Menge Glas. Es ist natürlich kein Leichtgewicht, aber die Flexibilität ist riesig. Neben den Focus-Hold-Buttons am Objektiv gibt es noch drei Custom-Modes, die man einstellen kann. Und die gucken wir uns mal genauer an. Bei Modus 1 fokussiert man vorne und zoomt hinten, wie gewohnt. Modus 2 ist für Videografen besonders interessant. Vorne fokussieren und mit halb gedrückten Auslöser die Blende verändern. Ziemlich genial. Ich bin ein großer Freund von Zoom-Objektiven. Mein ideales Setup zum Beispiel würde so aussehen, dass ich einen extremen Weitwinkel dabei habe, zum Beispiel das 16-35 und dazu das Samyang 35-150mm. Damit habe ich so ziemlich alles abgedeckt mit nur zwei Linsen und einer Kamera auf jeder Reise und das Gewicht hält sich in Grenzen. Besonders auf Reisen spart man damit viel Platz. Man hat nicht mehrere Objektive, die man mitnehmen muss, sondern kann sich auf eins verlassen mit einer extremen Brennweiten-Range. Kommen wir mal kurz zum Preis. 1.500 € UVP ist natürlich kein Schnäppchen, aber wenn man sich mal anguckt, was da für Brennweiten alles drinstecken, bei der Qualität, die das Samyang hier mitbringt, ist das schon echt ein faires Angebot. Natürlich haben Primes oftmals eine bessere Blende und einen noch besseren Look. Das kann ich nicht hier vergleichen und möchte ich auch gar nicht. Deswegen, das muss man hier ein bisschen außen vor lassen. Es geht lediglich um den Preis, um die Brennweite und ja, um die Basisdaten, was das Objektiv abdeckt. Das heißt natürlich auf gar keinen Fall, dass ich meine Primes in Zukunft daheim lassen werde oder auf die verzichten werde. Aber ich werde situationsgerechter meine Technik einsetzen. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, hey, brauche ich morgen wirklich 4, 5 Objektive und ich merke, ich kann es schlecht einschätzen, nehme ich lieber einmal das Samyang mit und bin sicher. Ich möchte noch eine Besonderheit ansprechen, die viele verfluchen, die ich aber als Vorteil sehe. Der Crop-Faktor bei den Lumix-Kameras, insbesondere in der S5-Serie, sobald ihr auf 50 bzw. 60 FPS bei 4K wechselt. Da springt natürlich die Kamera auf APS-C um. Hier habt ihr einen 1,5-fachen Crop. Das bedeutet, dass ihr plötzlich ein 50 bis 225mm in den Händen haltet. Was natürlich mit einer konstanten Blende von 2.8 weiterhin einfach mega genial ist. Also, ich sehe es als Vorteil und komme noch näher an die Person ran, bei Events, wo ich unentdeckt bleiben möchte. Wenn man sich mal andere Objektive anguckt, die in der gleichen Range unterwegs sind und auch eine Blende von 2.8 haben, fällt sofort auf, sie sind teurer und sie wiegen mehr. Das Objektiv hat einen super Autofokus, sowohl für Fotos bis 60 Megapixel als auch für Video. 90% der Zeit hatte ich das Objektiv auf der Lumix S5 Mark II X. Phasenbasierter Autofokus, lichtstark, für Filmemacher geeignet. Und ich hatte bisher nie Probleme mit dem Autofokus bei meinen bisherigen Objektiven. Ich weiß nicht, ob noch ein Update von Samyang folgt,
Aber ich musste schon das eine oder andere Mal feststellen, nicht immer, keine Frage, dass er ein bisschen am Pumpen ist, der Fokus. Besonders in schwierigen Situationen, im Wald, im Busch, wenn ich irgendwie versuche, eine Biene zu fokussieren. In schwierigen Situationen hat er manchmal nicht 100% gesessen, der Fokus. Hingegen in anderen Situationen wieder on point, wo ich sage, wow, also der Wind war stärker, ich habe eine Blume getrackt mit dem Fokus und der saß solide auf der Blume. Die kam nach vorne in den Fokus rein, ich habe die offene Blende gehabt, es hat einwandfrei funktioniert. Ich denke, da werden noch ein paar Software-Updates folgen in Zukunft. Wie gesagt, die meiste Zeit, sag ich mal 80-90%, saß der Fokus. Aber ein paar Momente gab es, wo ich sagte, huch, komm schon, Fokus. Ich meine, Schärfe gibt es doch nicht nur beim Inder. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist der Lens Flare. Er ist nicht zu aufdringlich, er ist trotzdem sehr schön. Und der Lamellenstern ist bei einer Blende ab 5 bis 8 wirklich auch echt schön anzusehen. Also da nochmal Hut ab an die Bauqualität und man sieht, dass einige Glaselemente verbaut sind, die natürlich zum Gewicht beitragen, aber natürlich auch zum Look des Objektivs. Hier ein kleiner Hinweis, was für manche besonders wichtig ist, die kleinste Blende geht nur bis 16. Das heißt, ND-Filter ist natürlich bei so einer offenen Blende, wer da gerne mit arbeitet, must have, aber das muss ich hier glaube ich nicht groß erklären. Jeder Filmemacher wollte einen ND-Filter haben. Ich finde das Bokeh bei dem Objektiv harmonisch. Ein leichtes Swirly Bokeh zu sehen in manchen Einstellungen, was ich persönlich sehr mag, weil es eine besondere Charakteristik mitbringt. Es macht einfach Spaß, mit diesem Objektiv zu arbeiten und die Bilder sind immer klasse. Ich meine, entweder habt ihr einen komplett soften Background wie bei diesem Bienenbild oder ihr habt ein schönes Swirly Bokeh wie bei diesem Porträt. Das hat sich gereimt. Dank der kurzen Naheinstellungsgrenze von 33 cm im Weitwinkel bzw. 85 Zentimeter im Telebereich kann man auch richtig gute Nahaufnahmen machen. Und das bei gestochen scharfer Qualität. Wenn ich nun zu einem Resultat kommen muss, das wird mein neues Always-On-Objektiv. Es ist eine super Brennweite. Es bietet mega Flexibilität. Es ist lichtstark, hat individuell belegbare Knöpfe, ein tolles Bokeh. Die Verzeichnungen sind im normalen bzw. kaum sichtbaren Bereich. Es ist robust und hochwertig. Einziges Manko für mich persönlich ist das Gewicht. Aber ich arbeite auch sonst mit Objektiven, die noch schwerer sind. Ich würde hiermit also eine absolute Kaufempfehlung aussprechen für alle Filmemacher und Fotografen aus dem Bereich Event, Hochzeit oder Reisen. Ihr werdet damit glücklich, vertraut mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie du ein solches Allrounder-Objektiv verwenden würdest und lass vielleicht nochmal ein Like da. Wenn du dann noch ein Abo da lässt, komme ich vielleicht endlich bald über die 1000, was mich natürlich sehr freuen würde. Dann kann ich weiterhin solche Videos machen und das motiviert mich sehr. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Chris.